Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dirt Rally. Wir zocken heute Rallycross und zwar mit folgenden Konsorten: LPN05. Hallöchen. Und dem Ray von den Pixelhelden. Ja, hallo. Ja, ich wollte erst Duki in unserer Geheimsparen Hallo sagen und dann euch. Ah, sorry. Hat er nochmal die öffentliche Variante. Wir müssen öfter für die Community sein, dass sie auch wissen, was wir sagen. Ja. Dann sage ich nur Hallo. Ich muss ja eben schnell hier Fahrzeug-Setup und so. Gang rein, schnell runter, zack. Und ich brauche keinen. Ein bisschen nach hinten. Oh, ist so cool. Er braucht keinen. Dann nehmen wir einen Rennteil. Ja, der Kio ist perfekt. Damit kann ich anderen Leuten konstruktiv in die Karre fahren. Ja. Ja, wir fahren die neue 1600er-Klasse, genau. Oh ja. Da stehen die guten Dinger. Peugeot 307, Renault Clio und Opel Corsa. Alles in der 1600er, gleicher Motor wahrscheinlich. Ja. Und jetzt geht's ab. Versammelt, mal wieder. Ja, ich hab zu früh hochgeschalten. Alter, was geht mit dem scheiß Renault? Wieso beschleunigt der so krank? Franzosenpower! Ey! Okay, ich muss dazu sagen, dann fahren wir die Joker-Runde. Ja, du zwingst mich ja dazu. Ja, du mich auch! Ich kann nicht mehr nach links lenken. Ich kann nicht mehr weiter nach rechts. War das jetzt eine Beleidigung? Ja, du mich auch. Ja, irgendwie schon. Wir sind schon ein paar Proberennen gefahren und dann gab es Aufnahmeprobleme und so. Deswegen ist da schon ein bisschen was im Vorfeld passiert. Die Stimmung ist schon leicht aufgeheizt. Kann man ja, also sagen. Ja, wir haben uns alle in mein Auto geschmissen. Ich erinnere jetzt an die nächste Kurve, die jetzt gleich kommt. Komm mal her. Kriegst eine Gedenkmarke an die Seite. Nein, nein, ah, jawoll. Wusste ich doch. Oh. Oh, komm jetzt. Da ist der Corsa, der sieht so geil aus auf der Strecke und der alte Clio auch. Richtig schnieke Fahrzeuge. Ich finde den Corsa eh geil. Das ist einer der geilen Opel. Ja, C-Corsa. Meine Schwester fährt noch so einen. Und so alt sind die jetzt auch nicht. Aber doch. Ja, bald schon H-Kennzeichen, ne? Aber es sind schon mal H-Kennzeichen. Ich sehe nichts, Duki, mach mal weniger Staub hier. Entschuldigung. Oh, Alter, jetzt hat's den Lenkrad rumgerissen. Oder halt. Ich muss meinen Rußpartikelfilter mal freiblasen, deswegen. War knapp, ich wäre fast voll hinten drauf geschossen. Nein, schon wieder Absturz. Nee, was so? Was? Wieso seid ihr Geister geworden? Was ist hier los? Ich habe Angst. Ich sehe Geister, ich sehe Gespenster. Ja, eine Sekunde Standbild. Bei mir auch zum Geist geworden. Ja, du bist Geister, warst du weg. Ich hatte eine Sekunde Standbild und jetzt läuft alles wieder. Ich dachte wirklich, das stürzt gerade hier ab. Deswegen bin ich jetzt gerade vom Gas gegangen. Ja, es tut mir leid. Bei mir warst du komplett von der Strecke weg und oben auch aus der Liste kurz entfernt. Ich hab mir das doch nicht ausgesucht gerade. Ja, deswegen habe ich Ray vorbeigelassen. Weil ich zum Geist werde? Weil ich hab du jetzt hier Abschluss gehabt, wir stoppen hier die Aufnahme, deswegen war meine Er wusste halt, ich bin Geisterjäger, lässt mich dann lieber vor und die Drecksarbeit machen, das war der Grund. Ghostbusters! Ich hab mal gedacht, wir brechen hier die Aufnahme ab, wie vorhin. Deswegen. Ghostbusters! Niemals die Strahlen kreuzen, Lukas. Presse jetzt. Ja, bist du immer noch ein Geist, oder? Nee, ich sehe euch wieder als normale. Als Menschen. Aber vielleicht bin ich auch tot. Ja. So wie du manchmal fährst, ist ja auch nicht von dieser Welt. Witzig. Oh. Nee, du bist kein Geist mehr. Ah, jetzt komm doch hier weg, Peugeot. Oh, shit. Puh. Fuck. Jetzt. Na? Dieser Kack-Franzose wollte ich gerade sagen, aber... Ja, ist kacke, ne? Ja, selbst ist, ja. Scheiß Leitplanke. Dieser Kack-Deutsche. Hey. Oh. Ja, ruhig bleiben. Sorry. Ruhig bleiben. Nein. Yes! Ja, nein! Proto-Finish auf jeden Fall. Du bist jetzt geil. Oh, das ist eng. Ja! Ja! Eindeutig. Wie schon als Zweiter erst gerissen? Eindeutig. Wo hast du jetzt die Sekunde rausgeholt? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Hast du eine Strafe gekriegt? Nein!
Das war bestimmt. Du warst gerade asynchron einfach nur. Ja, das ist bestimmt einfach durch den Lag da kurz. Ja, weil bei mir wurde ich als zweiter gelistet, dann hat sie abgeändert. Plötzlich Sekunde Rückstand. Ja, okay. Die Gerechtigkeit hat zugeschlagen. Was? Auf jeden Fall. Durch nicht verursachter Lag, wodurch Lukas erst den Wave vorbeigelassen hat und jetzt noch dich, ey, was ist das für eine Scheiße hier? Das könnte jetzt von einem abgekaterten Spiel sprechen, aber ey. Es sind auch keine Cards enthalten. Ist ja, wenn du gleich wieder sagst, ich hab gerade wieder Lag, dann hau ich die Karre einfach von der Strecke von ihm. Ja, mach doch. Ich nach vorne lenken. Oh, es regnet, es sind Wolken aufgezogen, ganz zufällig. Oh, das ist ja witzig, das wird nämlich witzig. Ich kann mich schon kaum noch halten. Wieso bist du da Zweiter, obwohl du 20 Punkte hast? Es geht um die Startposition. Die ist zufällig. Ja. Ah, ja. Die ist zufällig, trotz dass wir nebeneinander starten. Ah, sowas ja. Cool. Ah, ja. Ja, ich finde, die sehen witzig aus. Und wir haben alle synchrone Scheinwerfer gerade, Scheibenwischer. Ja, so verrückt. Das ist auch schön, die leuchten gleichzeitig. Ja, die Photonen sind ganz synchron. Oh, direkt doch erstmal Joker-Fratze hier. Nein! Das steuert! Oh. Danke! Ja, ich kann ja nicht verschwinden. Doch. Nein. Kanuki auch. Ja, gut. Stimmt aber nicht. Da hast du keinen Punkt mehr. Nur eine Sekunde später wieder aufzutauchen. als Geist seiner selbst aufzutauchen. Rematerialisiert. Habe ich nicht. Oh. Einmal kurz neu gestartet. Das sieht aber auch schon ganz geil aus. Ja, ich bin in dieser Ansicht übrigens, weil die anderen kacke sind mit dem Lenkrad und so, habe ich ja gerade schon gezeigt. Wir haben so auf die Aufnahme neu gestartet, ich weiß gar nicht, was ich gerade schon alles gesagt habe. Das Problem habe ich, das ist bei mir dasselbe genau natürlich. Ach nee, ich hasse diese Joker. Sauber, Ray. Sauber. Ach, kacke. Ich hasse die, also auf den anderen Strecken gehen sie echt, aber hier komme ich echt nicht drauf klar. Herr Lukas muss auch noch durch, ne? Ja, ja. Wird er ganz schön verkacken. Aber wir untersteuern, die enge Kurve da oben hasse ich. Ja, komm ich nicht rum mit dem Teil. Ah, oh, schön, den Corsa quer, das sieht arschgeil aus, ey. Ja. Deswegen quer, Arsch und so. Wenn man wieder nach hinten guckt, statt die Handbremse zu ziehen, ne? Das kommt bei mir auch oft vor. Ah, ich gucke. Handbremse! Okay, ich wollte eigentlich nie nach hinten gucken. Aber ist besser als andersrum. Oh Gott, hinten. Oh fuck! Es sei denn, man drückt die Handbremse so lange, dass man sich dreht und dann guckt man natürlich auch nach hinten. Das kann man auch machen. Die neue Art, nach hinten zu gucken. Die Agentenwände oder wie nennt man das? Exorzisten-Mädchenart ist das. Na, die Runde habe ich jetzt auf jeden Fall gut Zeit verloren. Ah, oh, macht aber schon Laune. Ja Mann, gerade im Regen, ey, das ist richtig petzig. Fetzig! Ist meiner dreht sich ein bisschen zu sehr als ein. Aber yes. Beim Gegenpendler haut es mir das Auto fast wieder weg. Oh Gott, viel zu langsam hier, oder einfach doch nicht? Ja, gar nicht so ich bin vielleicht. Auch voll scheiße langsam. Wo bist du, Lukas? Neben dir, rechts. Ja, das wird mir nicht angezeigt, nämlich. Mir auch nicht. Ja, oh, salz mich nicht raus, scheiße. Da neben mir? Ja. Uah! Ja, super. Boah, Gott sei Dank nicht gecuttet. Ja, wenn du neben mir bist, wird es nicht mal angezeigt. Das ist ein bisschen kacke. Angezeigt, nur wenn du hinter mir bist, ja, leider. Ja, das ist doof. Aha. Das ist in Formel 1 aber genauso. Wenn jemand direkt neben dir ist, wird es nicht mehr angezeigt. Ja, aber ich hab, da hast du, siehst du ja wesentlich irgendwie noch. Hier bei der Dashcam hast du, siehst du es halt nicht. Das musst du hoffen, dass der andere dir das sagt. Ja. Ah, scheiße.
Ja, das hier und da wieder ein kurzes Standbild. Was soll das? Wow, das ist egal. Da sehe ich immer, wie einer da hinten rumfährt, die Monsterschilder abrollt. Ich wollte links an dir vorbei, über den Körper nicht gedacht. Der Wagen macht plötzlich voll den Backflip. Ich fahr drüber, sehe nur noch Himmel. Nice. Ja, selbst wenn Lukas das nächste jetzt gewinnt. Ne, mir gibt ja kein nächstes mehr. Wir wechseln jetzt die Fahrzeuge. Ach ja, Entschuldigung. Ja, dann teilen wir uns die Punkte, ne? Genau. Na gut. Rye 5. Ja. Ich fahre, glaube ich, zu weich für Rallycross. Ich muss mehr kloppen. Ja. Ey, der Hand da oben habe ich jedes Mal abgerührt und deswegen, way. Kannst du die Einstellungen denn jetzt hier so ändern eigentlich on the fly? Oh, ja. Der ist sexy. Ja, dann gucken wir jetzt, in die nächste Fahrzeugklasse rein. In die nächste neue nämlich. Genau. Die allerdings nur ein Fahrzeug umfasst. Das heißt, jetzt geht's wirklich um fahrtechnische Skills. Die war wirklich so. Ich wähle den Classic Rallycross Mini. Oh, warte, ich guck mal eben. Ja, wie nehme ich denn? Na, Mann, ey. Nehme, warum ist der so teuer? Ah, haben die keinen mit Heckantrieb? Ich hätte gerne einen mit Allrad. Mit 1000 PS und so, was? Denk, hast du schon gewechselt, oder? Ja. Oh, wie dieser blaue, der immer auf der Nordschleife unterwegs ist. Der blaue Allrad Mini. Oh ja, den habe ich auch an Karfreitag live gesehen. Fetzt. Boah, was ein Biest. Falls ihr euch wundert, warum wir nicht die dritte Rallycross-Strecke fahren, genau. Fragt einfach nicht. Fragt euer Spiel zum Mod, macht das nicht. Einfach nicht. Genau. Ich weiß ja gar nicht, wie der fährt, ne? Aber stimmt, wir haben gar nicht Probe gefahren jetzt. Nee. Hat der Handschaltung vielleicht? Ja, ich denke mal schon, dass der eine Haarschaltung hat oder eine. Oder? Der wird keine Schaltung haben. Ist die anderen gerade auch? Ich weiß es nicht. Doch, ich denke schon, der hat Eingang. Durchweg. Ich habe jetzt halt am Getriebe auch nichts, aber das wird schon. Ich sitze auf der falschen Seite. Das kriegt schon mal nicht. Ah, auf jeden Fall reicht das auch schön. Ah, er hat auf jeden Fall einen Blinker innen drin. Ja. Und der böllert. Oh ja. Oh, er böllert richtig sogar. Klar. Oh Gott, wie kurz ist der erste Gang? Oh, der hat sequenzielles Schaltgetriebe. Ich kann nicht mit dem Shifter fahren. Das tut mir aber auch leid. Ja, nur deswegen habe ich jetzt den Schaltvorgang verkackt drauf. Oh, der fährt schon richtig geil, ey. Mega direkt, ne? Ja. Oh, hier geht's lang. Scheiße. Ganz neue Strecke für mich hier. Wow! Okay, Curbs meiden und schiebt da direkt wie bescheuert. Hup, 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 hup. Oh, ey! Entschuldigung. Hup, hup, nicht ram, ram. Ey, der macht richtig Laune, ey. Ey! Was denn? Jetzt auf, mir die Karre zu fahren. Bleib doch rechts. Bleib nur noch links. Oh, komm rum, Mini! Alter! Oh, Alter, der untersteuert ja im ersten Gang, wie blöde! Du bist du da im ersten? Ja, aus Versehen! Achso. Ich denke gestern mal, dass der erste hier nicht genutzt werden sollte bei dem Teil. Oh ja. Oh, komm. Das ist wirklich nur zum Anfahren, ne? Oh, knappe Sache! Da taucht doch der Pfeil hinter mir auf! Der sagt mir, dass die Joker-Runde mir keine Position gekostet hat. Das ist doch ein Witz. Wer ist wer? Ich kann doch nicht unterscheiden. Wer ist rot? Ich bin rot. Ich bin auch rot, glaube ich. Super. Gut Spiel. Deswegen kann ich euch nicht unterscheiden. Farben zur Auswahl gehabt. Oh, seht ihr auch diese leichte Reflexion vom Cockpit in der Windschutzscheibe? Ja. Irritiert mich mega. So Details achte ich nicht. Fang mal an damit. Ist überhaupt nicht irritiert. Nee, gar nicht. Diese Ja, aber ihr fahrt ja auch Dashcam, oder? Ja. Ja. Ich eben nicht. Deswegen sehe ich den Quatsch auch nicht. Du entscheidest dich erstmal die Mini quer zu legen. Ja klar. Ist ja schneller, habe ich gehört. Oh, der ist aber echt witzig, ey. Ich komme aber noch gar nicht in Fluss mit dem irgendwie. Nee, weil er das Untersteuer manchmal massiv anfängt. Bei mir fängt so langsam an. Nee, ich komme da gerade nicht so. Mein Kopf kann auch immer sehr hagelig, ich bremse zu stark runter, ab in den Kurven und so. Ja, den muss man ein bisschen schwungiger fahren irgendwie. Schwungiger. Ja. Schwingender. Schwing, 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 schwing. Ah, ich weiß nicht. Komm grad nicht so drauf klar. Hat ein schön kräftiges Force Feedback auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Ja, der wird auch keine Servo haben, schätze ich mal. Ja. Du brauchst bei dem ja auch nicht wirklich.
Letzte Runde. Na, komm schon. Ja, ich komm da nicht hinterher. Ich bin an Ray die ganze Zeit dran, aber das hilft mir auch nicht weiter. Wow. Mann, der Mini. Ist in einer gewissen Weise echt anspruchsvoll, so zu fahren, weil ich das Untersteuern echt in Kurven mehr vermeiden muss eigentlich. Ich würde mir ja schon wünschen, dass man diese Karren auch auf echten Rallye-Stages fahren kann und alle Karren auf diesen Strecken. Ja, das finde ich ein bisschen schade. Das ist also, du kannst Rallye-Cross-Autos auf Rallye-Strecken fahren, geht ja. Ja? Wieso kann ich wohl die eine Rallye-Cross-Strecke gerade nicht fahren? Ja, ah, weil du das Spiel gemoddert ja, hast. Aber das geht ja dann. Anderes. Ja, aber trotzdem, das könnt ihr doch mal von Anfang an reinmachen. Nee, aber mit den Rallycross-Autos auf normalen Rallye-Strecken ist die Lizenztechnik nicht machbar. Ach so. Zumindest die 4-Volt-Rallycross-Dinger, die sind halt gebunden an die Lizenz. Okay, Lukas. Gesetze sind halt schon scheiße, ja. Er ist leider echt so. Naja, nächste Strecke. Nein. Wir sind jetzt in England. Lydden Hill waren wir gerade auch. Da waren wir heute noch gar nicht, was? Richtig, genau. Da waren wir noch nie. Aber jetzt ist wolkenlos nachmittags. Fahrzeug-Setup hat aber bestimmt gespeichert, ne? Ja, das reicht uns doch. Am Rennen teilnehmen. Ihr seid auch einfach... Nur so am Start direkt zweiten Gang rein. Was ist ihr seid doch echt mit allem zufrieden. Ja. Ja, nee, eigentlich nicht, aber keine Ahnung. Ich bin noch neben dir, ne? Rechts oder links? Rechts. Oh Gott. Oh, immer noch? Boah, Alter, mein Lenkrad. Nee, alles klar. Ist jetzt okay. Boah. Ist das am Brücheln? Oh. Ja, die Gänge hätten ruhig noch kürzer gekonnt, ey. Der zieht sich am dritten Gang Wolf. Ja, der ist ewig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, viel zu weit. Boah, das ist so schwer einzuschätzen, wenn hier diese scheiß Rechtsknick-Scheiß ja, kommt. Ja. Oh. Nicht so geil. Du Lügner! Um eine Position zurückgefallen. Oh, was? Was? Boah, jetzt habe ich mir irgendwie einen Reifen beschädigt hab oder so. Der fährt sich gerade ganz komisch. Komm, hol dir einen Platten. Das war eigentlich alles normal. Warte. Muss ich mal in den Plattenladen gehen, was? Ja. Yeah. Oh, fuck! Hast du echt Platten jetzt, oder was? Es gibt doch solche Abkürzungen. Scheiße, ja, sie untersuchen schon. Oh, fuck. Sauber, Lukas. Oh, hi. Hab ihn. Action, Lukas steht auf Action. Macht immer Action. Hallo, Dugi. Mach halt noch enger zu. Ja, muss ich doch. Nee. Du warst ja nicht vorbei. Doch, bin ich. Nicht. Erste Kurve fahre ich noch nicht so, wie ich konnte. Ich tue ich auch nicht wirklich. Mit dem Peugeot ging's, aber mit der Karre geht aber gar nicht gerade. Wie der einfach noch am Rüpfen ist, ey. Ja, genau. Oh, fuck. Wie kann man so schlecht sein? Wie der Lukas. Hier kam mir Mini besser auf der Strecke, klar, bis auf die erste Kurve. Corsai.
Du bist noch neben mir. Okay. Du bist sowas von neben mir. Da bin ich. Wieso komm ich denn so weit raus hier? Entschuldigung, die Front reingeschossen. Krass, ist du blöd. Oh, Junge! Fuck! Ah! Nein! Boah, da dreht er mich was rum. Oh, fuck! Oh, jetzt kommt halt in die Mauer. Alter, meine Karre ist im Arsch. Ey, meine Karre ist richtig im Arsch. Wo du noch mal zurechtkommst, du bist wirklich Millimeter vorne an meiner Front vorbeigeschossen und der nächste Kurve haust dir dann voll auf Sack, ey. Ich hab nicht gedacht, dass ich da so krass nach außen komme. Und dann hatte ich ja noch die Geschwindigkeit und dann war ich auch einmal direkt wieder neben dir. Kamst du auch von Nirvana wieder zurück? Ja, ich war auf dem Konzert. Okay, war schön. Vom Nirvana-Konzert, das letzte. Ja, genau. Oh, fuck! Wow! Ins Ziel überschlagen! Tja, ich sehe nur die Funken noch fliegen hier. Aber wie, Alter? Das war ja richtiger. Das war richtig, ich höre jetzt auf, die letzte scheiß Schikane und die scheiß Köpfe mitzunehmen, Mann. Alter, ja, die muss man echt weglassen. Ja, gut, der äußere geht sogar, der rechte, aber. Der rechte geht, aber der linke hat ja jetzt gerade mega. Der linke habe ich halt benutzt. Also ich muss sagen, ich kam mit dem Mini jetzt auf der Strecke echt super gut klar. Oh, ja, der hat mir hier überhaupt nicht gefallen. Auf der ersten Strecke war super, aber hier ging gar nicht irgendwie. Doch, hier ging ja gerade andersrum. Bei mir ging es auf der anderen Strecke gar nicht. Eben. Ja, das zeigt doch mal, was man für unterschiedliche Fahrertypen vereint haben kann. Ich glaube, das war's, ne? Ja, wir sind, glaube ich, raus. Ja, also wir mal raus. Danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Dann irgendwann vielleicht auch mal wieder mit euch im Multiplayer. War schön, war witzig. Ich danke euch. War sehr witzig. Gleichfalls, ja. Und jetzt verpisst euch. Tschüss. Oh, okay. Oh nein.